Weird Flex, ja. Hab ich auch gesehen. Yo, ich bin ein Profi. Den Profi nur mit B, so wie Brody. Hallo Leute, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Reaktion auf CEO. Die letzten Folgen habt ihr ja sehr gut gefeiert, deswegen kommt es heute auch wieder ein weiteres Video an. Und diesmal auch wieder das Format Chill in the Basics, ich feier es. Zwar hält der Stein in dem Lego komplett auseinander. Sehr gutes Marketing von Leo auf jeden Fall. Vor allem diesen Anruf, bevor er seine Klageschrift bekommt, war auch, ist auch sehr gutes taktisches Ding. Also sehr, sehr geil. Ich hab's gefeiert, wie es auch geliebt. Ich liebe es, wenn Held der Steine sich darüber aufregt, über die Lego-Sache. Das sind die Videos, die ich am meisten gucke. Aber gut, legen wir los, was CEO so sagt. Hört sich jeder von Langzeitwirkungen und bei der globalen Erwärmung war jedem noch Langzeitwirkungen scheißegal, ohne Scheiß. Ja. Ah, da bist du ja endlich. Komm, dann leg mal los, oder? Ja, Leute, es ist wieder soweit. Es wird mal wieder Zeit für Chill in the Basics, das bayerische Format mit eurem Lieblingskomiker Sepp. Wenn du zum allerersten Mal hier bist und das Format noch gar nicht kennst, dann würde ich sagen, Alter, zieh dich bitte warm an. Denn jetzt gibt's wieder super viel Rumgeschreie, bayerische Anekdoten und jede Menge Bier. Was will man mehr? Deswegen würde ich sagen, lach mal deine Ohren, wir legen los. Sepp. Viel Spaß mit Chill in the Basics. Auf geht's! Chill deine Basics! Oh, sehr leise, ich habe es gehört. Was machst du hier? Oh, Luis, bitte, ich brauch nur ein Bier, dann bin ich weg, glaub mal, das ist ganz schnell gemacht. Sepp, wir haben immer noch Lockdown, du darfst gar nicht hier sein. Oh, Luis, ich kann wirklich nicht mehr, ich brauch nur einen Schluck, bitte, lass mich jetzt. Weil das ist das Einzige, was wir Arbeiter haben, was uns ein Vergnügen bereitet, nicht wahr? Ein Bier. Was? Ein Bier? Wo findet er diese Ausschnitte, ey, was? Wo kriegt er die denn her? So ein schwarz-weiß-Film, wie der. Lassen, wenn's ist. Danke, Alois, du bist wirklich der Beste. Sepp, ich hab doch gar nicht Ja gesagt. Ist auch geil, du bist ja auch schon da. Mein, wie geil ist denn das? Oh, ganz kurz, ich schenke dir auch noch schnell eins Ei. Sepp! Ja gut, ey, aber dann hau mal raus, was ist mit dir so los? Erzähl mal, was geht denn bei dir so? Sei mal geschwitzig. Man weiß ja nicht, wie lange es dauert, bis man sie nochmal sieht. Wie findest du es, dass Lego verlangt, dass Held der Steine seine Videos löscht? Was? Wer? Ein Jungle-Bär. Wie bitte? Ein erwachsener Mann, der Lego spielt? Jetzt sag mal, magst du mich verarschen oder was? Was kommt denn als nächstes? Ein Erwachsener, der sich über Pokémon-Karten freut? Nein, ich hab doch keinen Film! Oh, da gab es ja auch einen Livestream, ne? Mit Trimax und Papa Platte, die irgendwie 300.000 View hatten. Die hatten fast genauso viel wie das Angelcamp. Heftig. Geisteskrank. Nur weil die Pokémon-Karten ausgepackt haben. Also, alles klar. Sepp, Lego und Pokémon-Karten können aber auch super viel wert sein. Oh, das können GameStop-Aktien auch. Trotzdem kauft Kovixer dem Laden ein. Aber komm mal zurück zu Held der Steine. Das ist ein YouTube-Kanal, der hat 500.000 Abonnenten und da bekommt man eben sau viel Content von so Klickbausteinen. Welt zeigt mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt an meinem Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen an einem fantastischen Tag. Entschuldigt. Alois, glaubst du, wir schaffen auch eines Tages die 500.000? Das war ja wirklich extrem geil. Sepp, ich rufe jetzt gleich die Polizei. Bitte hau jetzt sofort ab hier. Aber ganz ehrlich, wenn es mit dem Lego so kein O kommt, vielleicht mache ich dann auch mal so einen Content, oder? Welt sei mir gegrüßt. Ich bin der Held des Bieres und ich wünsche euch einen super schönen Tag aus dem Mittelpunkt des Universums. Ja, und heute bauen wir mal den neuen Ferrari von Lego auf. Der neue Ferrari von Lego. Das ist auch so eine Parodie. Weil er hat ja dann auch direkt, er musste ja auch ein Video offline nehmen, weil er ja manche Sachen Lego benannt hat, die eigentlich kein Lego sind. Dann hat er das Video nochmal neu aufgenommen und gemeint, dieser schlechte Ferrari ist von Lego. Das fand ich auch so geil, deswegen auch hier das mit dem Ferrari Insider. Das Playmobil, was er gerade hat, ich glaube schon. 6837683396582 oder so. Die bauen euch gleich mal zusammen, das damit es so sexy wie es ausschaut, wenn es fertig ist. Das ist doch frustrierend. Oder das Ganze ist nichts für mich und ich bleib lieber bei dem Zeug, was ich wirklich gut kann. Und du weißt schon, was das in meinem Fall bedeutet, oder? Ein Bier. Aber komm jetzt zurück zur Held der Steine. Also Lego hat keinen Bock mehr auf den Mo und mag, dass alle Videos von ihrem Typen verschwinden. Aber warum denn eigentlich? Ich meine, der Typ ist doch sau sympathisch. Was kann denn Lego gegen so einen Menschen haben? Hört doch kaum was da, oder Alois? Was meinst denn du dazu? Sepp, letzte Warnung. Ich ruf echt die Polizei. Nein, ich schau mich die Sache jetzt mal wirklich oh, was ist denn da los eigentlich? Also dreiviertel ist Grütze auf jeden Fall. Es ist wirklich so, so lieblos. Also ich sehe hier Spaß für eine halbe Stunde. Und wir haben hier sowas Schäbiges von Lego. Aber er hat erst damit angefangen, gegen Lego zu schießen, als sie ihn auch so ein bisschen angeklagt haben mit seinem Logo, ne, glaube ich. Danach hat er richtig angefangen. Er hat auch gemeint, nee, ich werde jetzt nicht nur Lego hier vorstellen, ich werde auch andere Marken hier vorstellen und so. Hat er dann auch gesagt, deswegen auch natürlich. Hätten direkt offen gesagt, hey, komm zu uns ins Büro, lass uns miteinander quatschen ein bisschen. Wir machen Kooperation auseinander, handeln irgendwas aus oder so. Weil hätte der ganz anders sehen. Gut, er würde immer noch kritisieren, aber würde nicht so schlecht über die reden. Er würde sagen, das fand er nicht so gut, hätten die so machen sollen. Und so macht jetzt echt sich also noch so sarkastisch über die noch, so ein Tritt ein bisschen drauf so noch, ne? Und das haben die echt verkackt, muss ich sagen, Lego. Also.
Gut, das heißt andererseits. Aber irgendwie kann ich schon verstehen. Ich meine, stell dir mal vor, du bist Lego, du gehst ins Internet rein, siehst so ein Gesicht und du bist so, hä, wer ist denn das? Da schau ich mal rein und dann klickst du drauf und dann bist du sowas plötzlich. Alter, unsere Einnahmen sinken voll, was ist denn da los? Und alles nur, um 3 Cent in der Produktion zu sparen. Die mögen euch richtig. Und vor allem mögen sie euer Geld, euch nicht so. Und mich schon gar nicht. Schnapp ihn dir! Okay. Aber das Auto war auch schlecht, der Flex Best. Ja, das ist der Ferrari auch so geflext und gebogen, ne? Ist der Weird Flex, ja. Hab ich auch gesehen. Geht klar, boah. Schmeiß ja morgen nicht die Brügel raus! Das Ding ist viel zu teuer, das Ding hat nichts in der Technikserie zu suchen. Gib doch jetzt eine Ruhe! Oleg, beeil dich! Solche Wichser. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich mach klar, das ist schon irgendwo negative Werbung, aber es hat trotzdem Werbung. Ich krieg schon irgendwie Lust, dann plötzlich nach so einem Video einmal wieder die alten Legos rauszukramen und ein bisschen rumzubasteln. Vor allem so Lego-Technik war mal was Schönes, so ein bisschen rumtüfteln und so. Rein motorische Fähigkeiten reicht ja nicht einmal für Lego Duplo. Ich hätte bei Lego immer nur Adventskalender bekommen oder auch mal so eine Kruschkiste mit 1000 verschiedenen Lego-Steinen. Aber so richtig themenbezogene Legos hatte ich nie. Ich hatte Bionicle, hatte ich mir immer gewünscht und bekommen. Und ich habe Playmobil habe ich auch gehabt, aber sonst habe ich eigentlich Lego habe ich so viel gebaut, aber mehr aus so Gruschteilen. Ich hatte ein Haus gebaut aus roten, gelben, blauen Teilen, so ein Haus halt. Hauptsache es ist halt ein Gebäude. Sowas halt. Ich hatte einen Star Wars Flieger hatte ich. Ich hatte ein Star Wars Set bekommen oder war das ein Star Wars Adventskalender von Lego? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas von Star Wars hatte ich jedenfalls auch im Flieger oder so. Luis, leg dir die Pippi auf, du bodenlose Drecksau! Worauf ich hinaus will ist, ja, der Steineheld haut schon so ein paar krasse Sprüche raus, aber irgendwo ist trotzdem Werbung für die Marke an sich. Natürlich darf er doch am Ende noch seine Meinung sagen, oder nicht? Eben. Deswegen sagt man doch auf YouTube, oder nicht? Natürlich Eben. Darf man hier sagen, was einem auf dem Herzen liegt und ein bisschen Kritik äußern, oder nicht? Richtig. Ja. Schmeiling soll die Prügel raus. Oh ja, stimmt. Schmeiling soll die Prügel raus. Ich weiß nicht, wer es war. Habt ihr auch mitbekommen, Mimi ist jetzt für immer gebannt? Also, jetzt legit. YouTube hat wirklich gesagt, Mimi darf nicht mehr sein. Krass. Ich wette, dass Ung und Mimi dagegen jetzt vorgehen. Dass die irgendwie jetzt hier Anzeigen rausballern oder sowas gegen YouTube und so. Ich wette, die machen da was. Safe machen die was. Ung hat ja selbst gesagt, dass das die Sperrung von Mimi eher nicht fair findet und so. Und Ung hat ja eine Menge Money. Der kann locker irgendwas einen Anwalt hinschicken oder so, Mimi da wieder rausschlagen. Wäre nicht das erste Mal, dass ein YouTuber wieder freigeschaltet wurde. Gerichtlich. Ja, also, aber YouTube hat offiziell gesagt, Mimi bleibt weg. Alle Kanäle von Mimi sind weg. Auf YouTube. Crank. Und ApoRed und Leo Machete dürfen bleiben, ne? Mega dumm. Hab ich, by the way, schon erwähnt, dass ich bald auf Kinder-Content umsteigen werde? Also, liebe Kinder, putzt euch die Zähne, bekommt immer genügend Bewegung und ernährt euch gesund. Und natürlich lasst euch auch gegen Corona impfen, das ist arschwichtig. Merkel, was ist denn diese Mörderspritzen jetzt? Jetzt geh mal weg da! Alter, sind deine Witze scheiße heute. Alois, du begibst dich auf den Weg des Schmerzens. Sepp, das war doch nur Spaß! Nein, jetzt aber ohne Scheiß, ich glaub wirklich, das hält der Steine keine Firma irgendwie. Das finde ich hier auch zum Beispiel auch kritisch jetzt hier, dass Theo jetzt so ein Messer zieht und so ironisch jemanden mit einer Waffe bedrohen will, der nicht existiert, aber ist auch wieder so kritisch, ne? Also, also finde ich jetzt, also ich würde sowas nicht machen jetzt in meine Sketche, so ein Messer. Ich habe damals auch Sketche gemacht, die gingen nicht. Also, es sind Schusswaren, die auch vorkommen und so, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Aber, jetzt aktuell sowas? Ich weiß nicht, ob das YouTube mag. Ich weiß nicht, genau. Ist uns aufgefallen gerade. Schaden möchte oder so. Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und manchmal kann Lego auch gar nichts dafür. Ich meine nur, weil auf TikTok zum Beispiel, wenn du ein Messer zeigst, dann ist dein Video gesperrt erstmal. Also auf TikTok darfst du gar keine Waffen oder Messer zeigen. Ja, just saying. Deswegen kam mir das gerade so hoch, ja. Und manchmal kann Lego auch gar nichts dafür, die basten sich manchmal auch selber. Das hier ist an sich stabil, das Ding hier oben, also kann man auch dran halten. Das ist auch in Ordnung. Es ist nicht so, dass der einfach nur aus reiner Boshaftigkeit auseinanderfällt. Zustände. Das sind auch Prinzen. Hier und da, bis sie hält der Steine ja auch selber oder so. Sie sind komplett unvernünftig und dämlich und deswegen mag ich sie, sie sind mir ähnlich. Das zockt dann schon, dass er irgendwie selber Humor hat und... Es ist sowas wie in der Art natürlich
Ja. Deswegen muss ich abschließend sagen, ich finde es schon ein bisschen uncool von Lego. Das muss wirklich nicht sein. Ich verstehe schon, dass die Schnauzen Feuer haben von dem Typen, aber am Ende, was magst du machen? Ich meine, ich würde schon schade finden, wenn die Videos plötzlich alle weg waren, weil es war schon eine grippige Unterhaltung einfach ja. So für so einen Sonntagabend. Und es ist eigentlich total krass, wenn man darüber nachdenkt, wie präsent eigentlich so Lego für unsere Gesellschaft ist. Ich meine, ich kenne kaum einen, der nicht in seiner Kindheit mit Lego gespielt hat. Jeder hat doch nur auf dem Speicher locker so 3-4 Kisten voll Flocker, oder nicht? Erzähl mal, wie viel Lego hast denn du früher gehabt? Also ihr Blucker, was kann ich da? Jeder Bundesbürger im Schnitt hat... Ja, ich habe ja gesagt, wie viel ich Lego hatte. Was ich aber auch cool finde, was ihr euch anschauen müsst, ist die Doku von Kai Pflaume mit ihm. Die kam jetzt auch jetzt Sonntag raus, glaube ich. Also gestern kam die raus. Und die ist echt, oder vorgestern, keine Ahnung, jedenfalls, die ist echt gut. Da sieht man so ein bisschen hinter den Kulissen, dass er seine Freundin hat, glaube ich, die ja auch die ganzen Social-Media-Kram macht. Die macht die Kamera und wenn er mal draußen ist, und dass sie zusammen jetzt das, die habe ich auch bei der Arbeit kennengelernt. So was finde ich mal ganz interessant, so wie das im Hintergrund ist, wie das private Hintergrund so fungiert. Und dass er auch so ein Typ ist, der immer dann nicht vorproduzieren kann oder will, weil immer die aktuellsten Dinger immer aktuell sein will, auf dem neuesten Stand ist. Und ja, auch schwer in Urlaub fährt und schwer irgendwie mal weg ist oder es nicht mag oder gerne arbeitet und so. Und wir haben viele Ähnlichkeiten so. Ich sag immer, ich muss mal Urlaub machen, aber ich mach's im Endeffekt nie, weil für mich ist Arbeit irgendwie Urlaub. Das ist normal bei Children Basic. Ich weiß, dass es normal ist. Ich meine nur, dass nur weil es für CEO normal ist, ob es dann auch YouTube als dann normal ansieht. So. Weißt du, das meine ich damit. Aber jetzt zeige ich euch, wie ich Gemüse schneide. Gebannt. Nee, auf TikTok auch abhängig im Kontext natürlich auch, ne? Also ich finde, ich muss sagen, so was Community-Management so angeht, ist, glaube ich, TikTok sogar ein bisschen besser. Weil wenn du gebannt wirst, gut, sagen die einen, warum man gebannt wurde? Nee, sagen die auch nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Warum sagen das die großen Plattformen nie? Also ich konnte es mir mal herleiten, so. Wenn man sonst, so ich hab mal einen Sketch gemacht, da habe ich meinen Kondomhut angezogen. Kondomhut, Babyflaschen-Ding. Und es wurde gebannt, weil wahrscheinlich aussah wie ein Kondom oder so. Hier Gag mit Messer gemacht, also wo ich so ein 2D-Messer dann gefotoshoppt habe und wurde auch gebannt wegen einem Messer. Und viele andere auch. Und oder so eine Plastikschusswaffe gezeigt habe und das auch gebannt wurde, so blockiert wurde. Ja, da kann ich es auch verstehen. Aber warum die den Grund dann auch nicht sagen? Warum das so ist. Du kannst dich halt erschließen, aber das nicht direkt sagen. Deswegen finde ich ein bisschen weird. Eine halbe Tonne Lego im Keller. Ich habe nachgezählt. Also ich hoffe einfach, dass sich Lego und Held der Steine vertragen, weil wir haben schon genug Stress auf der Welt, ganz ehrlich. So, Sepp, da ist die Polizei. Das war's jetzt für dich. Alois, wie kannst du das antun? Ich hatte doch gar nicht ausgetrunken. Das ist das Einzige, was mir Freude macht, Alois. Warum tust du mir das hoch? Das ist mir so scheißegal, Sepp. Ja, glauben Sie, Bier ist Grundnahrungsmittel. Ja, Grundnahrungsmittel. Wir brauchen es halt, wir Arbeiter. Sepp, ich würde mich beeilen an deiner Stelle. 500 Euro hast du nicht, ganz ehrlich. War trotzdem schön, dass du vorbeigeschaut hast. Willst du all deine Besuche Revue passen? Aber es ist auch eher Einbruch, oder? Wenn er einfach in die Kneipe reinkommt und dann Bier klaut, sowas. Lass dann hier drüben klicken. Da hast du die volle Ladung von Chill Deine Basics. Gib einen Daumen nach oben, wenn du das Format einfach geil findest. Schreib mir gerne mal deine Meinung zum Thema in das Gästebuch. Und dann würde ich sagen, bleib gesund, hab ein schönes Jahr und viel Spaß hier noch auf YouTube. Sepp, ich würde laufen, ich komm. Oh, Sepp, mach, jetzt geh doch weg, du Idiot. Ich feiere das Format. Das Format ist richtig cool, weil ich jetzt hier auch so auf aktuelle Themen ein bisschen auslassen kann, so ein bisschen in seiner Rolle spielen kann. Hier, ich finde es ultra nice Format. Wirklich, ist eins meiner Lieblingsformate bei CEO. Feiere ich des Todes. Deswegen auf jeden Fall ein Like lasse ich da. Ich bin gespannt auf weitere Folgen und ja, kann ich mir viel dazu sagen, viel Meinung raushauen. Ihr kennt mich. Und kommt auf Twitch vorbei. Ich bin jeden Abend live 19 Uhr. Wir sehen uns dort. Tschüss. Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody.